DVV stellt Pläne vor. Am Dienstag stellten die Verantwortlichen der Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft MbH im DVV-Saal ihre Unternehmensstrategie 2020 den Stadträten vor. Diese beschäftigt sich mit den großen Herausforderungen, welche auf Energieversorgungsunternehmen in den nächsten Jahren zukommen, aufgrund veränderter politischer und wirtschaftlicher sowie demografischer Rahmenbedingungen. Präsentiert wurden unter anderem Maßnahmen, die aus den Herausforderungen neue Chancen generieren sollen. So wurde zum Beispiel über eine Alternative zum Kohleheizkraftwerk für die Fernwärmeversorgung gesprochen. Die Kunden mehr beteiligen und eine größere Nähe aufbauen sind weitere Ziele, die angesprochen wurden.